Wie du als Mann für Frauen attraktiv wirst, ohne überhaupt ein Wort zu sagen, beziehungsweise bevor du überhaupt ein Wort zu ihr gesagt hast und bevor du dich mit ihr im Gespräch befindest, darum wird es jetzt hier in diesem Video gehen. Schau mal, es ist so, dass viele Männer immer wieder zu mir kommen und sagen, ey Matteo, jetzt bist du schon seit 10 Jahren Flirtcoach, was muss ich denn zu der Frau sagen, um für sie interessant zu sein? Und was muss ich denn tun, um im Gespräch dann wirklich die Frau von mir zu überzeugen? Und die Männer beschränken sich sehr, sehr oft einfach nur auf diesen Faktor, was ist das, was sind die Magic Words, was sind die Dinge, die ich zu ihr sagen muss. Aber die Wahrheit ist, super viel davon, wie du attraktive Frauen bist oder ob du attraktive Frauen bist, hängt einfach davon ab, wie du dich insgesamt als Gesamtpaket gibst und vor allem von diesen Verhaltensweisen, die ich dir jetzt an die Hand geben werde. Und davon ist eine zum Beispiel dein Gang, dass du wirklich auf eine attraktive Art und Weise überhaupt gehst. Denn es gibt super viele Männer, die einfach total schüchtern gehen, ja, die vielleicht einfach so ganz kleine Schritte machen oder mit ganz angespannter Haltung, als hätten sie dabei einen Stock im Hintern. Und dann gibt es wiederum Männer, die es vielleicht ein bisschen übertreiben und einfach irgendwie versuchen, der total coole Typ zu sein, was auch überhaupt keinen Sinn macht. Und dann gibt es wieder viele, die einfach zu große oder zu kleine Schritte machen und dabei einfach ein bisschen wie eine Witzfigur aussehen. Aber wenn du wirklich attraktiv auf die Frau wirken willst, dann geh entschlossen. Dann sei ein Mann, der wirklich von A nach B unterwegs ist und der es auch so meint. Du schlurfst dabei nicht wie ein Schlumpf und du bist dabei auch nicht irgendwie unterwegs wie jemand, der nicht ganz sicher ist, was er überhaupt mit seinem Leben vorhat, sondern du gehst wirklich mit einer klaren und bestimmten Entschlossenheit von A nach B. Und man sieht es dir auch einfach an, dass du es wirklich meinst. Das ist es, wie du wirklich attraktiv gehst. Und das ist auch etwas, was du immer in allen Situationen hast, ne? Wenn du gerade auf die Frau zugehst, die du vielleicht gerade erst in der Einkaufsstraße kennenlernst oder wenn du gerade im Club irgendwo eine Lady erspäht hast, die du kennenlernen möchtest, dann ist das das Erste, was sie von dir zu sehen bekommt, nämlich wie du auf sie zugehst und wie attraktiv du dabei aussiehst. Und das macht schon wirklich einen sehr großen Unterschied. Und zudem kommt es dann als nächsten Faktor auf deine Körpersprache an. Ja? Dass du nicht wie ein Sack in dir selbst zusammengefallen bist und gleichzeitig auch nicht, dass du viel zu überspannt bist, sondern dass du wirklich locker dastehst, selbstbewusst dastehst, dass du dir persönlich auch Raum nimmst, dass du einfach eine klare und deutliche und selbstbewusste Haltung hast, wo du dir selbst den Raum nimmst, den du brauchst, nicht übertreibst dabei, aber auch gleichzeitig nicht irgendwie versuchst, dich kleiner zusammenzufalten, als du in Wirklichkeit bist oder als du Raum brauchst, um dich komfortabel zu fühlen. Und das ist eben etwas, was auch wieder viele Männer falsch machen. Wenn du mal darauf achtest, wie du zum Beispiel sitzt, ne? Jetzt haben wir hier gerade keinen Stuhl, ich werde es dir später zeigen. Wenn du mal darauf achtest, wie du sitzt oder wie du stehst und wenn du darauf achtest, ob du dabei mit wenig Platz irgendwo stehst oder ob du dabei wirklich entspannt, breit, selbstbewusst und geradlinig stehst, das macht schon sehr viel Unterschied. Und es gibt ja auch sehr viele Situationen, ob du mit der Frau gerade im Gespräch bist oder nicht, hier kann ich dir das vormachen, wenn du zum Beispiel sitzt, wie viele Männer das machen, ne? Dass du dir keinen Raum nimmst oder dass du so da sitzt, dann macht das einfach kein selbstbewusstes Bild. Ne? Und genauso ist es, wenn du in irgendeiner Weise vielleicht zu stocksteif da sitzt, als wärst du gerade in der Schule, das macht ebenfalls kein selbstbewusstes Bild. Selbstbewusst sitzen tust du immer dann, wenn du dir persönlich einfach Raum nimmst, wenn deine Schultern entspannt sind, wenn du einfach lässig und locker da sitzt oder vielleicht auch einfach auf eine entspannte Art und Weise ein Bein über das andere schlägst. Das ist wirklich, wie ein attraktiver Mann sitzt oder wie du auch attraktiv wirkst. Alles andere, wo du wirklich irgendwie jemand da sitzt, der vielleicht einen Stock im Hintern hat oder der viel zu verspannt ist oder der einfach sich nicht traut, den Raum zu nehmen, den er wirklich braucht, ne? Das sind diese Dinge, die schon von vornherein so wirken, als würdest du dich gar nicht erst trauen, dir den Raum zu nehmen, der dir zusteht. Und das wiederum ist etwas, was dich einfach nicht attraktiv macht, beziehungsweise wenn du es richtig machst, wenn du wirklich so da sitzt wie ein Mann, der sich seinen Raum nimmt, der selbstbewusst ist, der dadurch auch zeigt, dass er einfach locker und entspannt sich seinen Raum nimmt, den er braucht, dann bist du wirklich von vornherein schon attraktiv für die Frauen. Und zudem ist es auch noch ein Faktor, und das darf man auch nicht vernachlässigen, wie ist dein Augenkontakt? Ja? Ich sehe das immer wieder bei meinen Mentorings, dass einfach Männer nicht in der Lage sind, wirklich den Frauen in die Augen zu schauen oder seinem Gegenüber in die Augen zu schauen. Und das macht einen großen Unterschied. Ja? Also, ob du zum Beispiel im Gespräch, während du erzählst, immer wieder so durch die Gegend wanderst und dir Sorgen machst, ne, ob das ankommt, was du sagst, das wird auch wirklich durch deine Gedanken nach außen telegrafiert und die Leute bekommen das mit. Ob du die ganze Zeit mit den Augen hin und her wanderst oder ob du wirklich in der Lage bist, deinem Gegenüber klar und deutlich in die Augen zu schauen, vielleicht dabei auch ein bisschen zu lächeln und wirklich
dadurch auch zeigst, dass du dich wohlfühlst mit dem, was du gerade sagst, dass du hinter dem stehst, was du gerade sagst und dass du es auch ernst meinst, was du gerade sagst. Und das sind einfach Zeichen eines selbstbewussten Mannes und das ist natürlich auch einer der größten Faktoren, ob du wirklich von der Frau als attraktiv und interessant wahrgenommen wirst. Dein Augenkontakt muss einfach klar und fest sein. Und wenn du zum Beispiel jetzt gerade denkst, okay Mathieu, aber ich habe das Problem, dass ich einfach nicht wirklich weiß, wie ich überhaupt das alles verändern soll, weil all das passt bei mir gerade noch nicht, dann sage ich dir, übe einfach, dass du entschlossen gehst, dass du dir wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt von A nach B und dass du dir wirklich ganz bewusst vornimmst, dort auch anzukommen. Ja, dass du in deinem Gang wirklich diese Entschlossenheit drin hast. Oder wenn du sagst, okay, du hast diese schlechte Körpersprache, du hast irgendwelche Verspannungen, wenn das jetzt nicht medizinisch bedingt ist, weil du irgendwelche muskulären Disbalancen hast, ne, das kannst du auch richten, indem du ins Fitnessstudio gehst, aber wenn das einfach nur so ist, dass du eine schlechte Haltung hast, weil du selber vielleicht nicht an dich glaubst oder weil du einfach nicht selbstbewusst durch die Welt gehst, dann achte wirklich mal die nächste Woche bewusst darauf, dass deine Haltung einfach stimmt, dass du dabei wirklich rüberbringst, dass du dir den Raum nimmst, den du willst, dass du einfach an dich selbst glaubst, dass du von dir überzeugt bist und dass du auch wirklich so auf diese Art und Weise sitzt, gehst und handelst. Und beim Augenkontakt kannst du ebenfalls einfach persönlich für dich feststellen, ja, kannst du einfach feststellen, dass du wirklich besser wirst darin, wenn du den Leuten in die Augen schaust und einfach mal eine Sekunde länger den Leuten in die Augen schaust, als es dir vielleicht angenehm wäre und dass du auf diese Art und Weise auch wirklich in der Lage bist, deinen Augenkontakt zu verbessern und wirklich zu merken, hey, okay, es ist für jeden erstmal unangenehm, das sich anzugewöhnen und wirklich den Leuten in die Augen zu schauen, aber wenn du es dann tust, dann merken die Leute wirklich, okay, du meinst, was du sagst und du stehst dahinter und du bist auch wirklich selbstbewusst und das ist es, was wirklich dann den Unterschied macht. Und zudem ist es dann so, lass uns hier weitergehen, zudem ist es dann so, wenn du diese Dinge mal gemacht hast, dann wirst du auch wirklich in diesen Faktoren immer besser und besser und besser und besser. Und dann kommst du auch wirklich wie ein Mann rüber, der von vornherein schon attraktiv ist, der sich den Raum nimmt, den er braucht, der sich nicht versucht, irgendwie zu verkleinern oder vor anderen zu verstecken, der wirklich meint, was er sagt und der auch wirklich meint, wo er hingeht und nicht einfach nur irgendwie von A nach B katapultiert wird im Leben, sondern wirklich seinen eigenen Weg geht. Das sind solche kleinen Faktoren, die wirklich schon wahnsinnig viel ausmachen und die wirklich deine persönliche Anziehungskraft auf Frauen maßgeblich bestimmen. Denn bevor sie dich überhaupt gesehen hat, bevor du überhaupt die Chance hast, mit ihr zu sprechen, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, den Mund aufzumachen, während du mit ihr dann den Flirt beginnst oder ein Gespräch beginnst, bevor du all das tust, kommt es wirklich darauf an, wie wirkst du, wie nimmt sie dich wahr und wie entscheidet sie, wo sie dich einordnen soll, in welche Schublade landest du bei ihr. Und es ist nun mal so, wenn du einfach eine Körpersprache hast, wie ich das früher übrigens auch hatte, bevor ich mich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt habe, bevor ich vor 10 Jahren selber unzufrieden war mit dem, was ich an Frauenerfolg vorzuweisen hatte, beziehungsweise mit welchen Frauen ich in meinem Leben überhaupt zu tun hatte oder für welche Frauen ich überhaupt attraktiv war. Ich war für die meisten nämlich nicht attraktiv. Bevor ich das getan habe, habe ich auch eine beschissene Körpersprache gehabt. Ich habe immer auf den Boden geschaut, war so unterwegs, das glaubt mir heute kein Mensch mehr, aber das ist wirklich etwas, du siehst es auch direkt, ob ich wirklich so mit dir spreche, ne? Und dann immer wieder weggucke und auch nicht so wirklich sicher bin, ne? was ich da sage oder ob ich davon überzeugt sein soll. Oder ob ich es so tue, wie ich es eben auch gerade in meinen Videos immer tue, ne? Weil ich wirklich davon überzeugt bin, was ich auch sage und auch weiß, wovon ich rede, aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Resultate, die es in mein Leben und das Leben meiner Klienten gebracht hat. Du merkst direkt, was für eine Wirkung das ist. Und wenn du mal dich selbst beobachtest und mal überlegst, okay, wie ist das denn? Wie stehe ich denn? Wie bewege ich mich? Wie rede ich? Wie schaue ich den Leuten in die Augen oder schaue ich den Leuten überhaupt in die Augen? Wie ist meine Körpersprache insgesamt? Wie ist die Art und Weise, wie ich das, was hier drin ist, in die Welt projiziere, nach außen hin, wie widerspiegle ich meine Innenwelt nach außen, dann realisierst du auch, ob da einfach noch Dinge sind, wo du persönlich einfach nicht attraktiv rüberkommst und wo du vielleicht schon einfach auch Türen zuschlägst, durch das, wie du den Raum betrittst, wie du durch den Raum gehst und wie du den Leuten in die Augen schaust oder eben nicht, die sonst offen gewesen wären, bevor du überhaupt mit der Frau ins Gespräch kommst. Ne? Weil es ist nämlich so, wenn du die Türe schon zuschlägst, bevor du den ersten Satz sagst, dann ist ja klar, dass die Frau dich auch ablehnen wird oder dass es vielleicht nicht für die Frau interessant sein wird, sich mit dir zu umgeben. Und gleichzeitig musst du auch immer überlegen, wie ist das aus der Sicht der anderen Person? Wenn du wirklich diese Frau für dich gewinnst, ist es dann für sie leicht, wirklich sich an deiner Seite zu zeigen und zu zeigen, hey, das ist der Mann, den ich an meiner Seite habe oder der mich erobert hat oder für den ich mich entschieden habe. Wenn du es ihr nämlich schwer machst, indem du einfach irgendwie ein schlechtes Bild nach außen projizierst, das auch sie wiederum schlecht aussehen lässt, wenn sie mit dir überhaupt sich einlässt, dann ist ja klar, dass selbst wenn sie sich für dich eigentlich entscheiden möchte, du es ihr damit schwer machst. Deswegen tu es noch nicht mal für die Frauen, sondern tu es wirklich für dich selbst, für deinen eigenen Erfolg, für deine eigene Anziehungskraft auf die Frauen, dass du daran arbeitest, wie du wirklich deine Innenwelt so gestaltest, dass du sie nach außen hin glücklich projizieren kannst. Und das ist es wirklich, wie du anziehend für Frauen wirst, ohne überhaupt ein einziges Wort für die Frau sagen zu müssen. Und vor allem, wie du es schaffst, dass die Türen auch wirklich, wenn du dann deinen ersten Satz beginnst, wenn du den Flirt beginnst oder wenn du in die Welt dieser Frau eindringst,
wie du es wirklich schaffst, dass dann diese Tür offen ist und dass du auch wirklich für die Frau interessant sein kannst. Und wenn du jetzt persönlich sagst, okay, das sind zwar jetzt ganz, ganz grundlegende Dinge, die vielleicht für viele meiner Abonnenten schon völlig bewusst sind und vielleicht völlig schon klar sind von vornherein, aber wenn du jetzt sagst, okay, das war jetzt für dich gerade augenöffnend oder das war vielleicht auch ein Faktor, über den du noch nie nachgedacht hast, weil du immer zu viel Zeit damit verbracht hast, wirklich zu überlegen, was ist denn der beste Spruch, mit dem ich die Lady kennenlernen kann oder was muss ich denn zu ihr sagen, damit sie von mir angezogen ist, dann kann ich dir sagen, es gibt noch sehr viel mehr Dinge von dieser nonverbalen Kommunikation, von der Art und Weise, wie du dich selbst behandelst in deinem Kopf, damit das nach außen hin wirklich auch gut aussieht, weil das da drin, was du mit dir selbst machst, auch gut aussieht und sich auch gut anfühlt und dich auch attraktiv macht. Und wenn du wirklich sagst, du möchtest noch mehr davon haben und du möchtest auch verstehen, wie du wirklich attraktiv und interessant für Frauen wirst und auch erfolgreich bei den Frauen wirst, die du willst und vielleicht auch die Frau findest, mit der du zusammen sein möchtest in deinem Leben, dann kann ich dir sagen, du kannst hier einfach unter dem Video auf den Link klicken oder du kannst hier oben auf dieses i klicken, wo wie auch steht, sprich mit mir über deine Ziele und kannst dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, wo wir dann gemeinsam darüber sprechen werden, wie ich dich im Rahmen von meinem Mentoring-Programm ebenfalls wie unzählige Klienten vorher an diesen Punkt bringe, dass du wirklich erfolgreich mit Frauen wirst, anziehend für Frauen bist und verdammt nochmal auch wirklich die Frauen in deinem Leben bekommst, die du wirklich willst und die du auch verdient hast, wenn du dir die Mühe machst, an dir zu arbeiten und der Mann zu werden, der auch wirklich für die Frauen interessant sein kann. Viel Erfolg dabei!